Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit am Seelenkalender Rudolf Steiners, an dem gemeinsamen Miterleben dessen, was der Mensch im Jahreskreislauf erleben kann in seiner Verbundenheit mit der seelischen und geistigen Welt, was wir erleben, indem wir durchgehen durch die 12 Tierkreiszeichen des Jahres. Rudolf Steiner hat mit seinem Seelenkalender uns die Möglichkeit gegeben, für jede Woche des Jahres ein Mantram, ein Wahrspruchwort zu haben, an diesen Wahrspruchworten zu arbeiten, die uns erleben lassen, die seelische und geistige Verbundenheit mit dem, was wir im Jahreskreislauf erleben. Und so können wir nun nach dem Hochsommer, wenn wir nun weitergehen, wieder in Richtung Michaeli, dem Herbstbeginn gehen, dass wir erleben, dass das, was uns die Welt mitgeteilt hat, wir aufnehmen konnten, dass das, was von der Welt wirkt, was nicht nur von den guten Geistern wirkt, dass wir das ergreifen müssen hin zur Michaeli-Zeit und von der Michaeli-Zeit bis zur Wintersonnenwende, dass wir gedanklich ergreifen, was uns die Welt mitgeteilt hat und mitteilt, und dass wir in diesem Ergreifen dessen, was die Welt ausspricht, unsere Gedankenfähigkeiten erbilden, die Fähigkeit, die Gedanken zu bewegen, wahrheitsgetreu und so Vorstellungen von der Welt zu machen, in dieser Gedankenarbeit uns selbst zu veredeln und zu überwinden, das, was von den Widersacherwesen auch auf uns wirkt, was uns verlocken, verführen, abirren, in irrige Vorstellungen verleiten möchte. Dass wir also auf uns selbst zurückgeworfen sind, dass wir da sind, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen müssen für unsere Entwicklung, aber auch die der Menschheit. Und so möchte ich sprechen, diesen 20. Wochenspruch. Eine kritische Woche. So fühl ich erst mein Sein, das fern von Weltendasein, in sich selbst erlöschen und bauend nur auf eigenem Grunde in sich selbst ertöten müsste. Das ist das Leben des Menschen auf Erden in der Sonderung von Gott, also in dem durch den Sündenfall bewirkten Leben in der Sünde beziehungsweise in der Abgetrenntheit von der geistigen Welt, aus der wir uns ja heute wieder herausentwickeln können. Dadurch, dass der übersinnliche Geist, der Christus, in uns geboren wurde mit dem Ereignis von Golgatha, dass wir diese Ich-Geburt als Mensch, als jeder einzelne Mensch mitmachen können und dass wir durch diese Ich-Geburt nun die Fähigkeit haben, uns Vorstellungen von der Wirklichkeit der Welt, auch von der seelisch-geistigen Welt zu machen. Und dass dadurch die übersinnliche Welt wieder in uns auferstehen kann. Der 20. Wochenspruch, diese kritische Woche, sie weist uns darauf hin, dass wir dazu selbst verantwortlich sind, dass wir in uns selbst erlöschen müssten, wenn wir nicht mehr suchen den Weg zum Erleben der Wirklichkeit des Geistes. Es ist also dieser Jahreskreislauf, der ja auch im Makrokosmischen so ist, dass der Christus ganz hinausgezogen war mit dem Hochsommer, mit der Sommersonnenwende ganz hineingegangen ist über die Zeiten und Raumesgrenzen zum Verbundensein mit dem Umkreis, der Mensch auch als Mikrokosmos in gewisser Weise das so vollzogen hat und dass wir wissen mit dem Herbst, dass der Michael, der Erzengel Michael voranschreitet, um zu reinigen die Erde von dem Ahrimanischen, damit der Christus zu Weihnachten wieder einziehen kann in die Erdensphäre.
hineingeboren werden kann. Und das ist das, was der Mensch als Mikrokosmos nun auch miterlebt und wo seine Selbstverantwortung auch liegt, seine Gedankenarbeit so zu gestalten, dass er sich reinigt, dass er sich vorbereitet, dass er diesen Geistestempel auf Erden in seinem physischen Leib bereitet, damit der Christus einziehen kann in uns, in die Menschen, in jede menschliche Individualität. Und da stehen entgegen die Widersachermächte. Sie wollen den Menschen hindern, dass der Geist in uns erwacht. Sie wollen uns abirren lassen. Sie wollen uns durch finstere geistige Gestalten davon abbringen, dass wir in die geistige Welt gelangen. Ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners für die Heilung, für die Möglichkeit der Heilung von diesen Widersacherwirken, von der Krankheit sozusagen, was den Menschen und die Menschheit befallen kann. Aus der GA 157 zitieren ich hier: Versuchen wir den Glauben, dass Liebe die Seele unseres geistigen Strebens ist, zu erweisen in einer Zeit, in welcher Liebe, Liebe, Liebe notwendig ist. Du, meines Erdenraumes Geist, enthülle deines Alters Licht, der christbegabten Seele, das strebend sie finden kann, im Chor der Friedenssphären dich, tönend von Lob und Macht des Christ ergebnen Menschen Sinns. Es ist also, was hier hingewiesen ist, auf des Alters Licht unseres Geistes, das wir als Menschheit ja in verschiedenen Entwicklungshöhen sind, also dass wir viele Menschen, ja es gibt, die schon eine lange Entwicklung durchgemacht haben, die eine hohe Ich-Entwicklung haben, dass wir uns dessen Alter unseres Ichs kundig machen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir so in Liebe uns verbinden mit dem Christus, das in uns aufersteht, die übersinnliche geistige Welt. Wir leben in einer bedeutenden Zeit für die Menschheitsentwicklung, dieser Zeit, wo wir geistig erwachen können als selbstbewusste, vollbewusste Menschen und wieder den Weg zurückfinden können in die Verbundenheit mit der geistigen Welt. Dieses Michael-Zeitalter, das uns die Möglichkeit gibt, wirklichkeitsgetreue Gedanken, die die geistigen Wahrheiten auferstehen lassen kann in unserem Bewusstsein, in unseren Vorstellungen. Und gleichzeitig eine Zeit, in dem der Ahriman versucht, uns genau von diesen Möglichkeiten abzubringen, durch Verirrungen, Verwirrungen, aber auch durch Zwang, dass wir also immer weiter versinken in das Irdische und trennen von der geistigen Entwicklung. Wir haben diesen Weltenplan, von dem Rudolf Steiner so oft gesprochen hat, der uns zeigt, wie der Mensch sich entwickelt hat, aus der Einheit, aus einem Einssein mit der geistigen Welt zu dieser Art von Individualität, die wir heute sind, einer geistigen, freien Individualität und wie wir uns als diese freie, geistige Individualität des Weltenplanes entsprechend entwickeln können zu einem neuen Engelwesen einer zehnten Hierarchie der Engelwesen und dann auch weiter zu einem Erzengel und Achai entwickeln können, indem wir diesen berechtigten Entwicklungsgang als Menschen gehen, der uns gezeigt wird, der in dem uns vorausschreitet das Christuswesen. Und der Ahriman, der uns genau davon abbringen will, von diesem Weltenplan, der uns verbinden will auf immer und ewig mit dem Irdischen, mit der Materie, dem Geist sozusagen austreiben und auslöschen will. Wir sind also als Menschheit ausgesetzt diesen Wirkungen geistiger Wesen, der Luzifer, der uns wegbringen will von den
Unbill der karmisch notwendigen Dinge, die wir durchleben auf Erden, der uns einfach nur in den Spirituismus hineintreiben will, ohne dass wir irgendeine Verantwortung für uns und die Welt übernehmen. Der Ahriman, der uns ganz mit der physischen Welt verbinden will, der Seele und Geist zum Beispiel durch das Unheilmittelverbrechen austreiben will, Seele und Geist uns wegbringen will vom geistigen Erleben. Und der Christus, der uns im Sinne des Weltenplanes weiter helfen möchte, dass wir uns frei als freie Wesen entwickeln können, dass wir Selbsterkenntnis, Geisterkenntnis, Welterkenntnis, moralische Intuition entwickeln. Und wir stehen in dieser dramatischen Zeit, in diesem Entwicklungsgang der Welt, der so vorgesehen ist, dass wir hatten eine Inkarnation Luzifers, wir hatten das Ereignis von Golgatha, das Verbinden des Christuswesens mit der Erdensphäre und der Menschheitsentwicklung, und wir haben heute die Inkarnation Ahrimans. Wir haben aber auch durch das Michael-Zeitalter, das begonnen hat 1879, dass der Michael und seine Scharen herabgestürzt hat, die Geister der Finsternis, die ahrimanischen Geister. Und wir haben seit 2015 eine ganz verstärkte Wirkung des Dunklen auf Erden, dass also die Geister der Finsternis versuchen, Herr zu werden über die Menschen, die nicht achtsam sind, die sich nicht um den Geist kümmern und die mittlerweile wirklich eine verheerende Wirkung haben in der Menschheit, weil Geister der Finsternis die Geschicke zum Teil der Menschheit lenken, weil die Menschen nicht begriffen haben, dass sie sich davor schützen sollten. Wir haben dann auch das, was man nennt, das dritte Auftauchen des Antichristen, der ja kommt in einen Rhythmus von 666 Jahren, das wir bei Gondishapur im Jahre 666 nach Christus hatten, den Versuch, die Menschheitsentwicklung zu beenden, indem man den Menschen Bewusstsein, Seelen, Fähigkeiten geben wollte und überspringen wollte die Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele. Dadurch wäre der Mensch nicht mehr weiter entwicklungsfähig gewesen. Im Jahre 1232 mit dem Auslöschen des Templerordens, mit dem man wegbringen wollte, die Brüderlichkeit in der Gemeinschaft, die Brüderlichkeit auch in der Art des Geldwesens. Wir sehen ja, mit welchen finsteren Finanzsystem wir es heute zu tun haben, das ja versucht, eine vollständige Enteignung nun durch das Zentralbankgeld und die ID für jeden Menschen und das soziale Scoring für Menschen einzuführen, sodass die Menschen gar nichts mehr besitzen können. Da steht der Mensch also darin, und dieser antichristliche Impuls, dieser dritte, es ist der Transhumanismus und es ist das Zentralbankgeld und es ist das Verbrechen der Pandemie und des Unheilmittels, mit dem versucht wird, die christlich-europäische Menschheit zu minimieren und durch andere zu ersetzen. Es ist für den Menschen schwer zu begreifen, dass es wirklich etwas Böses gibt, vor allem wenn man aus der materialistischen Anschauung die Welt ansieht, wo man denkt, es wäre alles nur in irgendeiner Weise zufällig, was sich ereignet, wenn etwas Schlechtes von Regierungen, Konzernen, NGOs oder multinationalen Organisationen kommt, dann wäre das wahrscheinlich aufgrund Inkompetenz oder Versehen. Es ist eben schwer zu begreifen, dass es etwas Böses gibt und dass es Wesen gibt von solcher Intelligenz, dass sie das, was vorgeht, was an Vergiftung der Umwelt durch die Vergiftung der Luft, durch Chemtrails, durch die Vergiftung der Nahrungsmittel, dass die Pharmaindustrie nicht heilen will, sondern verdienen will am Leid der Menschen, dass Kriege absichtlich veranstaltet werden, dass man absichtlich die Kultur durch angebliche Bereicherung durch Fremde zerstören will, dass das alles wirklich gezielt und gedanklich durchgearbeitet von bösen Mächten geschieht, dass das ist aus materialistischer Sicht ja gar nicht zu verstehen. Wenn man aber weiß, dass es Ahriman gibt, den Rudolf Steiner bezeichnet hat als über alle Maßen überintelligent,
dass dann das, was hier gezielt veranstaltet wird, dass man die Menschen in Zukunft einsperren will in kleine Smart Cities und dass man das soziale Leben wie eine riesige Diktatur organisieren will, dann wird es klar, wenn man das Wesenhafte des Bösen anerkennt, dass das möglich ist und dass das Ziel Ahrimanns ist, die Menschen in kleine Zahnrädchen eines großen Getriebes zu verwandeln, dann wird dies klar. Es ist auch das, was heute von den NGOs oder von den multinationalen Organisationen und auch übernommen von vielen Regierungen man bezeichnet als Agenda 2030. Das ja klingt in wunderbarer Weise, dass man keine Armut mehr will, keinen Hunger, Gesundheit für alle, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Natur, bezahlbare Energie, menschenwürdige Arbeit, eine innovative Industrie, weniger Ungleichheit, einen Klimaschutz, den man ja da schon verlogenerweise so bezeichnet, anstatt zu sagen Naturschutz und den Frieden und Gerechtigkeit. Das ist ja alles, was man jeder Mensch ja auch haben möchte. Aber es ist eine Organisationsstruktur installiert in der Welt, die zum Beispiel wie die WHO finanziellen Interessen von einer Pharmaindustrie, die eben wie gesagt nicht die Zielsetzung hat, die Gesundheit der Menschen und das Wohl der Menschen, sondern die Gewinnoptimierung, die also davon lebt, Menschen krank zu machen, krank zu halten und daran zu verdienen. So können Sie sehen, dass bei der Agenda 2030 im Hintergrund diese von Billionären finanzierten NGOs und manipulierten und korrumpierten NGOs und multinationalen Organisationen, dass die Armut dadurch bekämpft werden soll, indem die unvorstellbar Reichen noch reicher werden und alle anderen besitz- und rechtlos. Dass es keinen Hunger mehr geben soll, indem man in Wahrheit den Landwirten das Leben schwer macht und sie enteignet oder auch das Arbeiten im biologischen Bereich verbieten möchte und stattdessen eine völlig ungesunde, aber auch den seelisch-geistige Entwicklung der Menschen behindernden Kunstnahrung einführen will, von denen nur wenige Reiche verdienen, indem sie die Menschen völlig abhängig machen in ihrer Ernährung. Davon, weil die Landwirte enteignet werden und somit die natürliche Landproduktion verringert wird. Oder die Pharmaindustrie, wo wir sehen, jetzt ja in vielen aufgetauchten Beweisen für die Tests der verwendeten Stoffe, dass man bei den untersuchten Gruppen genau wusste, zu was für fürchterlichen Schädigungen, zum Beispiel bei der Geburtlichkeit oder bei den Vervielfachung der Krankheiten, dass man wusste, dass man hier ein völliges Unheilmittel verwendet hat, das jetzt auch von den Protokollen des Robert-Koch-Instituts nachgewiesen ist. Es hat niemals eine Pandemie gegeben. Die Tests waren unzulässig, hatten eine unzulässig zu hohe Fehlerrate und man wusste von Anfang an und sehr schnell, dass die Nebenwirkungen wesentlich überwogen haben gegenüber dessen, dass man dann auch wusste, es haben diese Unheilmittel niemals gegen eine Übertragung der Krankheit, die auch nicht genau bewiesen wurde, was für eine Krankheit es sein soll. Dass also die Pharmaindustrie für die Gewinnmaximierung und auch für die bewusste Schädigung Mittel einsetzt. Dass wir haben eine hochwertige Bildung in Wahrheit, dass die Finanz- und die staatsabhängigen Bildungsstätten das Niveau immer weiter senken. Dass also das freie Entwickeln und das freie Denken immer mehr herabgedämpft wird, dass es zu eher eine Bewusstseinskontrolle und Konditionierung der Menschen kommt, dass die Geschlechtergleichheit in einen Wahn, einen satanischen Wahn entgleitet, da das ständig redet von mehr als zwei Geschlechter, dass das saubere Wasser in Wahrheit dahin geht, dass man die Konzerne alles aufkaufen, alle Rechte an den Wassern, dass die Energieerzeugung durch Solar- und Windkraftwerke ein Wahnwitz ist aus technischer Sicht,
dass die Industrie gezielt zerstört wird und dass zum Beispiel so etwas wie die EU, die eine gewaltige Friedensidee war die letzten Jahrzehnte, nun so korrumpiert ist, dass sie der größte Kriegstreiber und Kriegsunterstützer in Europa ist. Wir haben also, dass wir es erleben, dass uns verkauft wird sozusagen, eine Initiative als etwas ganz Positives, dass aber Kräfte wirken, arimanische, antichristliche Kräfte, die an Wahrheit diese nach außen als etwas Gutes verkauften Initiativen dazu nutzen, die Menschheit mehr und mehr vollständig zu unterdrücken. Das ist also, was wir in dieser kritischen Woche auch immer wieder erleben, dass diese Kräfte, die die Menschheit hinabdrücken wollen, abbringen wollen von ihrer Entwicklung, wie zum Beispiel die Geister der Finsternis, dass sie die leitenden Menschen, man kann das heute in Großbritannien zum Beispiel sehen, was da für ein Krieg gegen die Bevölkerung begonnen wird, ein Polizeistaat, man droht selbst mit dem Militär gegen die Bevölkerung, die sich gegen die fürchterlichsten Verbrechen wehren möchte, dass also da Menschen sind, die nicht mehr Herr ihres eigenen sind, sondern die als Regierung gegen ihre Mitmenschen arbeiten. Wir haben also Menschen, die in ihrer Ich-Entwicklung so sind, dass sie nicht den Geist aufnehmen können, die also Ziele sind von Geistern der Finsternis, die dann gegen die Menschheit arbeiten. Es ist eine Gefahr für die Menschheit, das hat Rudolf Steiner auch dargestellt, dass es eben die Aufgabe ja ist des Menschen, sich als Ich-Bewusstsein zu entwickeln zum freien geistigen Wesen, dass es aber verschiedenste Entwicklungsstufen gibt und dass auch viele Menschen gibt, die diese Ich-Entwicklung gar nicht bisher mitgemacht haben und dadurch eine Beute sein können für die Geister der Finsternis, die dann die Wirtschaft zum Beispiel in Europa oder in Deutschland zerstören gezielt, die eine Außenpolitik betreiben, dass kommunistische Staaten wie China selbst Deutschland vorwerfen, eigentlich ein faschistoides System zu sein, die gezielt arbeiten in einer schändlichen Art für den deutschen Kulturraum, dass sie unterstützen den Krieg in Europa, den Aggressionskrieg, der ja in Wahrheit geführt wird gegen Russland, und dass wir so vor einer gewaltigen Gefahr stehen, wenn wir eben nicht diesen Weg zur Geistigkeit führen wollen. Rudolf Steiner sagte dazu in der GA 266, dem dritten Band: Heute steht die Menschheit an einem Punkte, wo die Seelen verdorren, veröden müssten, wenn jener Sehnsuchtsschrei nach dem Geiste nicht erhört würde. Wenn dieses sich nicht erfüllen sollte, dann würden auf der Erde seelenlose Leiber herumgehen, die nur mit einem automatischen Verstande arbeiten können, wenn nicht der Geist aufgenommen wird, der jetzt herunterdrängt. Diese seelenlosen Menschen sind eine willkommene Beute für dämonische Wesen, die diesen automatisch wirkenden Verstand für ihre Ziele anwenden werden. Es ist die Wissenschaft vom Geist ja gegeben worden der Menschheit durch das Wirken Rudolf Steiners. Es wäre eine anthroposophische Gesellschaft durch die Weihnachtstagung entstanden oder hätte entstehen können, die eben leider nicht da ist, die sich nicht um dieses in einem oder nur in einem sehr geringen Weise kümmert um diese Art der Entwicklung, dass sie die Menschen aufruft zum Geisterwachen. Das bedeutet ja auch, dass man die Wahrheit sucht und vertritt und nicht dem Regime treu folgt. Es ist der Mensch eben hier wirklich ausgesetzt den größten dämonischen Angriffen, und wir sind aufgefordert als Menschheit, uns dagegen zu wehren und den Geist, den wirklichen Geist der hohen göttlich-geistigen Wesenheiten, der Engelhierarchien und den Christus, des Christus in uns einziehen zu lassen. Ich zitiere aus der GA 177: Und indem der Mensch immer mehr und mehr seine Seele von dem Leiblichen zurückzieht, wird dieses Leibliche immer mehr und mehr der Gefahr ausgesetzt, von anderen angefüllt zu werden.
Und wenn sich die Seelen nicht dazu bequemen wollen, Impulse aufzunehmen, die nur aus dem spirituellen Wissen kommen können, dann wird der Leib angefüllt von dämonischen Gewalten. Diesem Schicksal geht die Menschheit entgegen, von ahrimanischen, dämonischen Gewalten. Wir sehen das in der heutigen Kriegstreiberei des sogenannten Wertewestens, der also in einer fürchterlichen Weise mittlerweile von den selbsternannten Eliten betrieben wird, die nichts mehr haben wollen als einen Krieg, weil es eben den Geistern der Finsternis so beliebt, weil sie von dem Leid und der Zerstörung ihre Kräfte beziehen. Das ist die Gefahr, wo wir ausgesetzt sind, und wir sehen das ganz unmittelbar, dass die allerunglaublichsten Dinge veranstaltet werden, von Waffenlieferungen, von Geheimdiensten und Satelliteninformationen, die gegeben werden, um den Russen, um Russland zu schaden, um dort einen Krieg weiterführen zu können, beziehungsweise auch es Versuche gibt, einen wirklichen dritten Weltkrieg zu beginnen. Das sind Menschen, die ein herabgedämpftes Bewusstsein haben, die solche fürchterlichen Dinge wie den Versuch, einen dritten Weltkrieg zu veranstalten, dass diese Menschen hier wirken. Und es ist die Aufgabe des bewussten Menschen, des christlichen, des michaelischen Menschen, diese Gedanken, die in der Gedankensphäre sind, die nach Krieg schreien, gierig nach Krieg schreien, dass man die überwindet durch Liebe, durch Wahrheit, durch die Verbundenheit mit dem Christuswesen. Diese Eliten, es ist inzwischen nachgewiesen, dass sie leben davon, dass wirklich satanische Kulte veranstaltet werden, den Menschen wirklich bewusst unglaublicher Schaden zugefügt wird, um über den kultischen Bereich Macht über die Menschheit zu haben. Das sind reale Vorgänge. Ich möchte auch hier immer in diesen kritischen Wochen darauf hinweisen, dass wir nicht automatisch eine bessere Welt bekommen werden, sondern dass es die Verantwortung des Menschen ist, zu erkennen, es gibt etwas Gutes und etwas Böses. Und es ist die Aufgabe des heutigen Kulturzeitraumes zu erkennen, dass der Mensch die Fähigkeit, dass die Urteilsfähigkeit, aber auch die Erkenntnis erlangt, selbst zu beurteilen, bei allem, was vorgeht, ist denn dies im Sinne der guten Weltenordnung, des guten Weltenplanes, im Sinne der christlichen Entwicklung der Menschheit, oder ist es etwas Böses? So oft uns das Regime oder System auch behauptet, das oder das wäre etwas Gutes, wir müssen es selbst beantworten uns, ob es etwas Gutes oder Böses ist. Erst dann können wir diese bösen Entwicklungen überwinden. In der Philosophie der Freiheit hat Rudolf Steiner hingewiesen darauf, dass eben um zur Freiheit zu kommen, wir das automatische Handeln nach natürlichen Trieben und Instinkten überwinden müssen, dass wir auch das gehorsame Handeln nach sittlichen Normen überwinden müssen. Die Veröffentlichungen der Protokolle des Robert-Koch-Instituts, sie zeigen deutlich, dass es Menschen noch immer gibt, die danach sagen, ja, wir haben doch nur die Befehlsstruktur eingehalten und haben gehorsam gehandelt, anstatt aufzustehen und zu sagen, was hier veranstaltet wird, ist ein ungeheures Verbrechen. Wenn man die Menschen zwingt, Unheilmittel zu nehmen, indem man sie mit Lockdowns und allen möglichen Dingen terrorisiert, gezielt und bewusst terrorisiert. Es ist also, dass wir die beide Durchgangsstadien durchmachen müssen und dann den freien Geist entwickeln, den freien Willen, dass wir ein freier Geist sind und dass wir das machen, was wir selbst uns gut oder böse erkennen können. Eine Schutzmeditation Rudolf Steiners. Es gibt ein Mittel, um das Eindringen der ahrimanischen Wesen in unser Bewusstsein zu verhindern, ein Symbol, das man in sich lebendig lassen werden muss. Das ist der Merkurstab, der leuchtende Stab mit einer schwarzen Schlange und der hell aufleuchtenden, glitzernden Schlange.
Die Schlange ist das Symbol für den Astralleib. Jeden Abend häutet sich der Astralleib. Er wirft die verbrauchte Haut ab. Davon ist die schwarze Schlange Symbol. Über Nacht erhält er eine neue, schillernde Haut. Und diese neu belebte, schöne, glänzende Haut des Astralleibs wird durch die glänzende Schlange symbolisiert. Dies Symbol bannt alles, was in unser Bewusstsein störend eindringen will, wenn wir es vor jeder Meditation lebendig vor uns erstehen lassen. Der Merkurstab, den der Götterbote in der Hand hält, der den Weg weist, aus der GA 266, erster Band. Der Merkurstab, Schlange des Bösen und des Guten, das den Menschen durch Erkenntnis zur Überwindung des Bösen durch eigene Kraft leitet. Von Novalis aus den Hymnen an die Nacht. Einst, da ich bittere Tränen vergoss, da ich im Schmerz aufgelöst meine Hoffnung zerrann, und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunklen Raum die Gestalt meines Lebens war, einsam wie noch keiner einsam war, von unsäglicher Angst getrieben, kraftlos nur ein Gedanke des Elends noch, wie ich da nach Hilfe umherschaute, vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, erlöschten Leben mit unendlicher Sehnsucht hing. Da kam aus blauen Fern, von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer, und mit einem Mal riss das Band der Geburt, des Lichtes Fesseln, hin floh die irdische Herrlichkeit, und meine Trauer mit ihr zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt. Du, Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels, kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor. Über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborener Geist. Und das ist die dramatische Aufgabe der Menschheit heute, zu erkennen, wir sind als ein Wesen der geistigen Welt, ein Geschöpf der geistigen Welt, eingebunden in den Weltengang, in den Weltenplan, und der sieht vor, dass wir geistig erwachen. Die geistige Welt, sie hofft auf uns, und diese Michaelzeit, in der wir leben, sie bringt uns, dass wir können, den Geist erfassen in unseren Gedanken. Ich zitiere Rudolf Steiner: dem Einströmen der Michaelkraft in das Geschehen, in das geistige Geschehen der Menschen auf Erden, wenn das Gewaltige dieses Michael-Gedankens in eine Anzahl Seelen übergegangen sein wird, eine gewaltige Durchdringung mit der Michaelkraft, mit dem Michael-Willen, der ja nichts anderes ist als dasjenige, was vor dem Christuswillen, vor der Christuskraft vorausgeht, um diese Christuskraft in der richtigen Weise in das Erdenleben einzupflanzen. Nur dann, wenn diese Michaelkraft wirklich siegen kann über das Dämonendrachenhafte, das ihr ja auch gut kennt, dann können wir hinschauen auf das Licht, das durch Michael-Strömung und Michael-Daten über die Menschheit in der Zukunft sich ausbreiten wird. Und aus den anthroposophischen Leitsätzen erfahren wir, dass, wenn wir die Kraft des Michael-Denkens, der kosmischen Intellektualität, des kosmischen Gedankens in uns erstehen lassen, durch eigene Kraft, durch eigene Denkkraft, dass wir dann uns verbinden können mit dem, was Weltenzukunft werden will,
entfaltet sich im Inneren der Seele eine gereinigte, in sich selbst bestehende Geistigkeit des Menschen als Erleben. Diese Geistigkeit muss nun im Michael-Zeitalter nicht mehr unbewusstes Erleben bleiben, sondern sich ihrer Eigenart bewusst werden. Das bedeutet den Eintritt der Michael-Wesenheit in die menschliche Seele. Er soll es wieder mit ureigener Geistigkeit als kosmischen Inhalt erfüllen. Wie wir früher hatten, den Glauben an den Christus, dieses sichere Bewusstsein der wirklichen Existenz Gottes, dass wir konnten und das, was die Manichäer sagen, was wir heute auch aufgerufen sind, das Böse gut zu lieben. So können wir nun als Michaeliten das Böse gut denken, es umwandeln, es aufnehmen und ins Gute umwandeln, die guten Impulse in die Welt bringen, um dieses, was uns diese kritische Woche immer wieder zeigt, diese Versuche des Bösen, die Welt wirklich in einen Abgrund zu stürzen, dass wir das erkennen und die Impulse aus der Ideenwelt, aus der moralischen Sphäre der geistigen Welt entnehmen und frei in die Welt als moralische Impulse einzuleben. Wir kommen nun in dieser Woche von dem Tierkreiszeichen des Löwen zur Jungfrau, also von dem, dass wir vom Wärmesinn und kommen zum Sehsinn und von der Imagination verbunden mit seelisch Einwirkenden, dass wir kommen durch den Sehsinn zur Imagination. Und so wie immer auch wieder ein Hinweis auf die freie Entscheidung des Menschen, ein Meditant zu werden, wie das Rudolf Steiner sagte, wo wir abends und morgens und auch an anderen Zeiten in rhythmischer Gleichmäßigkeit Übungen machen können. Und so wie immer für den Morgen eine der vielen Meditationen, die Rudolf Steiner gegeben hat. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Und auch immer der Hinweis auf die Nebenübungen. Wir sind nun mit dem August bei der Gelassenheit, bei dem Gleichmut, dass wir also immer in einem Seelengleichgewichte, egal was an Leid und Not oder Schrecken oder Schönes, Gutes und Freude an uns kommt, immer versuchen, ein Gleichgewicht zu halten. Aus den 12 Stimmungen zu den 12 Tierkreiszeichen von Rudolf Steiner, der Löwe und die Jungfrau. Durchströme mit Sinngewalt, gewordenes Weltensein, erfühlende Wesenschaft, zu wollendem Sein Entschluss, in strömenden Lebensschein, in waltender Werdepein, mit Sinngewalt erstehe, Löwe. Die Welten erschaue, Seele, die Seele ergreife Welten, der Geist erfasse Wesen, aus Lebensgewalten wirke, im Willenserleben baue, dem Welten erblühen vertraue. O Seele, erkenne die Wesen. Es ist dies ein wunderschöner Aufruf auf das, was wir uns nun angesehen haben. Dieses Geist erkraften, Geist erwachen an dem, was Wirklichkeit ist in der Welt. Zu erkennen, das Weltgeschehen. Ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Durch den Vater all mein Leben, durch ihn auch all mein Sein, in dem Sohne all mein Streben, im Leben und auch im Tode. Durch den Geist alle Wahrheit des Herzens und auch des Verstandes, so wird mir Licht, Liebe, Leben. Und so kommen wir vom Löwen,
vom Sensualismus zur Jungfrau, zum Phänomenalismus. Was ich wahrnehme, sind nur die Phänomene, die mir sagen, das ist eine reale Welt. Die Welt ist ja nur die Welt, die mir erscheint. Und in der Tugend kommen wir vom Mitleid wir zur Freiheit des Löwen, zur Jungfrau, zum Höflichkeit, sie wird zum Herzenstakt. Es ist also, dass wir in zwischenmenschlicher Beziehung oft unharmonisch sind, aufbrausend, aber dies lässt sich durch sinnvoll gestaltete Umgangsformen verbessern. Die sich dadurch ergebende Höflichkeit erlaubt eine positiv gehaltene Grundstimmung. In positiver Höflichkeit dem Mitmenschen begegnen, aufrichtige Zuneigung und Offenheit können in uns Herzenskräfte entstehen lassen, im Takt mit den Gefühlen und Zuständen unserer Mitmenschen und so zu verhalten, zu erreichen, Herzenstakt. Rudolf Steiner hat sein Leben lang gearbeitet, um diese Offenbarung vom Geiste in die Welt zu bringen, um die Offenbarungen des Michael-Mysteriums zu entfalten, um bis hinzukommen bis zur Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, die Freie Hochschule der esoterischen Unterweisungen, und so zu bringen, dass wir können als Menschen eigenständig uns Gedanken von der Wirklichkeit zu machen. Und erst je mehr das bekannt und öffentlich geworden ist, immer mehr und mehr von verschiedensten Seiten angegriffen worden, auf geistigen, okkulten, aber auch auf materialistischen, materiellen Bereichen. Und so ein Spruch Rudolf Steiners: Du Widersinns Zauber des Lebens, du scheinest in der Nacht und hehren Schicksalsweben und hehren Liebe Schicksalsweben, Gott gewollte ewige Macht, weltenfeurig hohe Macht, durchlöchert die Gegenkraft, das Seelen quälend sich verbreitet, was dämonisch Unheil schafft, und nach Schlangenart an mich gleitet und Schlangengeister hergeleitet. Das ist eine Verbindung zweier verschiedener Sprüche, das eben zeigt, wie Rudolf Steiner ständig ausgesetzt war, okkulten Angriffen von geistigen, okkulten Gruppen und Wesen. Und zum Abschluss noch einmal diesen 20. Wochenspruch. So fühle ich erst mein Sein, das fern von Welten Dasein, in sich selbst erlöschen und bauend nur auf eigenem Grunde, in sich selbst ertöten müsste. Vielen herzlichen Dank.